Vor kurzem hielt ich eine Postkarte in der Hand. Da stand ein Spruch drauf, der hieß: Kann nicht, gibt's nicht. Ich lächelte über diesen Spruch erst und dann dachte ich eine Weile darüber nach. Ja, das stimmt doch. Vielfach ist es so, dass wir einfach sagen, kann ich nicht. Und damit bügeln wir eigentlich Gelegenheiten in unserem Leben ab, wo wir uns vielleicht ausstrecken könnten, die Dinge in unserem Leben zu verändern. Nämlich zum Beispiel gibt es gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten. Die guten Gewohnheiten, das weißt du, die bringen uns oft weiter. Die fördern uns, die geben uns Ausrichtung, die halten uns so ein bisschen bei der Stange. Und schlechte Gewohnheiten sind die, die uns zurückhalten, die uns hemmen, die immer sagen, das kannst du nicht. Und diese schlechten Gewohnheiten fangen eigentlich mit einem einzigen Mal an. Vielleicht hast du mal gedacht, ach, das brauche ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht. Und schon war etwas in deinem Inneren gefestigt. Und das hat dazu geführt, dass du immer wieder in die gleiche schlechte Gewohnheit hineingekommen bist. Vielleicht hast du öfter versucht, in der schlechten Angewohnheit etwas zu verändern und hast dann gemerkt, oh, da gibt es Widerstand. Und dann hast du gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht, ich bin eben so. Es ist eben so. Damit hast du eine Festlegung getroffen, dass du nicht herauskommst aus dieser schlechten Angewohnheit. Du weißt sehr wohl, dass sie nicht gut ist für dein Leben. Du weißt, ich müsste etwas verändern. Ich müsste aufhören. Aber es bleibt immer bei diesem ich sollte, ich könnte, ich müsste. Und immer steht dahinter, kann ich nicht. Heute ist ein Tag, wo du darüber nachdenken kannst und solltest, wie du schlechte Angewohnheiten loswirst. Wie du aufhören kannst. Wie du einen Strich ziehst, quasi eine Linie ziehst und sagst, nein, ab heute werde ich nicht mehr sagen, kann ich nicht, sondern ich werde sagen, ich kann, ich werde, ich will. Und es ist nicht nur so, dass das im Natürlichen kluge Ratgeberworte sind, sondern wir lesen in der Bibel in Epheser 5, Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Du sollst nicht unklug handeln, du sollst nicht dumm oder fahrlässig handeln in deinem Leben, sondern klug. Du sollst in deinem Lebenswandel, in deinem Lebensweg kluge Entscheidungen treffen. Und kluge Entscheidungen fangen bei einer Entscheidung an, nämlich in deinen Gedanken, in deinen Worten und dann wird das Tun folgen. Wenn du sagst, ich kann, ich werde die Herausforderung heute annehmen, mich von einer schlechten Angewohnheit, die ich habe, die ich erkannt habe, die ich weiß, ich werde mich davon trennen. Ich will klug sein, ich will handeln, wie es in der Bibel steht. Mein Lebensweg, mein Wandel mit Gott soll ein kluger, ein wertvoller Wandel sein. Und du wirst merken, wenn du diese Entscheidung triffst, der Herr wird dir dabei helfen. Der Heilige Geist wird dir dabei helfen, in einen Step herauszugehen und zu sagen, das lasse ich hinter mir, was an schlechten Angewohnheiten da ist. Und ich treffe gute Entscheidungen in meinem Leben. Und du betest darüber und du hältst es fest. Und du gehst weiter mit dem Herrn. Gott hat mehr für dich.